Außenministerin Baerbock schrieb auf X, wir werden nicht zulassen, dass Putin seinen Terror nach Deutschland trägt. Was heißt das? Müssen Sie Frau Baerbock fragen. Ich frage mich, wie sie das nicht zulassen will. Ich glaube, die Sicherheitsbehörden bemühen sich natürlich, strengen sich an, alles zu unternehmen, dass es hier keine Sabotagehandlungen gibt, aber auch keine Terroranschläge gibt. Wie Gerhard Schindler vorhin sagte, gerade die Partei von Frau Baerbock hat ja maßgebend dazu beigetragen, dass die Befugnisse für Verfassungsschutz und für Bundesnachrichtendienst, aber auch für das Bundeskriminalamt im Bereich der Terrorabwehr und der Spionageabwehr klein gehalten worden sind. Von daher ist das eine, ich sage mal, eine belanglose Aussage von Frau Baerbock. Sie trägt nun schließlich auch nicht als Ministerin die Verantwortung für die innere Sicherheit in Deutschland. Hinter den Kulissen, die unsichtbare Kriegsführung in Deutschland. Strategie für Deutschland mit Hans-Georg Maaßen, Gerhard Schindler und Frank Henkel. Heute um 20.15 Uhr auf TV Berlin.